Hallo und willkommen zu den IDEA TV Nachrichten. Die Religionsfreiheit ist weltweit bedroht. Darauf will der heute vom katholischen Hilfswerk Kirche in Not begangene Red Wednesday aufmerksam machen. Als Zeichen der Solidarität für verfolgte Christen werden weltweit Kirchen und öffentliche Gebäude in rotes Licht getaucht. Zu den Ländern, in denen Christen Verfolgung ausgesetzt sind, zählt auch Kolumbien, das auf dem aktuellen Weltverfolgungsindex von Open Doors auf Platz 22 rangiert. Pastor Enrique ist Direktor von Vision Agape, einem Dienst, der verfolgte Christen in Kolumbien unterstützt und weist auf die Gefahren hin. Ich denke, wir haben zwei Herausforderungen. Einmal die Christen in den ländlichen Gebieten und dann die Christen in den Städten. Die Christen in den ländlichen Gebieten, die den bewaffneten illegalen Gruppen ausgesetzt sind, die leben unter Gefahr ihres eigenen Lebens. Man muss verstehen, da gibt es einen Unterschied zwischen den totalitären Staaten, den kommunistischen auf der einen Seite und die Situation, wie sie in Kolumbien ist. Dort werden sie verfolgt, schlichtweg durch die Tatsache, dass sie sagen, sie sind Christen. Auch Enrique selbst gibt an, schon mehrfach Kontakt zu radikalen antichristlichen Gruppen gehabt zu haben. Ein Ort in Kolumbien, an dem verfolgte Jugendliche Zuflucht finden können, ist das Children's Center, das Kindern ein Zuhause und Schulunterricht bietet. Es gefällt mir, wie sie die Bibel lehren, und mir gefällt das, was sie uns vermitteln über die Kenntnisse, die sie haben. Eine der Lehrerinnen von Thiago ist Natalia, der die Arbeit im Children's Center inzwischen ans Herz gewachsen ist. Zusammen mit meinem Mann und mit meiner Tochter sind wir dem Ruf Gottes gefolgt, um diesen Kindern zu helfen. Es gibt Menschen in Kolumbien, die gar nichts davon wissen, dass es eine Christenverfolgung bei uns gibt. Als wir an diesem Zentrum für Kinder angekommen sind, haben wir gemerkt, dass diese Kinder sehr viel Zuneigung brauchen, denn sie kommen aus Situationen und Orten, die sehr grausam sind. Und abgesehen von den Grundbedürfnissen und der Schulbildung, die ihnen fehlt, ist hauptsächlich die Liebe und die Zuneigung das, was sie am meisten brauchen. Das waren die IDEA TV Nachrichten zur Wochenmitte. IDEA wünscht Ihnen Gottes Segen. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Restabend. Tschüss und bis bald.